Zeichne für x Element von minus 4 bis 5 die Gerade g mit y ist gleich minus 0,5x plus 2 in ein Koordinatensystem ein. Wie wir bereits wissen, man braucht mindestens zwei Punkte, um eine Gerade einzeichnen zu können. Zum Beispiel den Punkt P und den Punkt Q. Diese Punkte P und Q können wir uns selbstständig irgendwo in dieses Intervall von minus 4 bis 5 reinlegen. Also geben wir zum Beispiel P die x-Koordinate 1, 1 liegt zwischen minus 4 und 5. Allerdings müssen wir noch die y-Koordinate berechnen. Das gleiche mit Punkt Q geben wir ihm zum Beispiel die x-Koordinate 4 und die y-Koordinate kennen wir ebenfalls noch nicht. So, wie kann ich nun diese y-Koordinate berechnen? Ganz einfach. Gehen wir erst auf den Punkt P. Das hier ist ja meine x-Koordinate und die setze ich jetzt einfach in die Geradengleichung für mein x ein. Also habe ich stehen, y ist gleich minus 0,5 mal jetzt die x-Koordinate von P, also 1, und dann noch plus 2. Das rechnen wir noch aus. Minus 0,5 mal 1 sind minus 0,5 und minus 0,5 plus 2 sind 1,5. Das heißt, y ist in dem Fall 1,5 und damit hat unser Punkt P die Koordinaten 1, 1,5. Das gleiche mache ich jetzt für den Punkt Q. Wiederum nehme ich die Geradengleichung her. Y ist gleich minus 0,5. Jetzt setze ich die x-Koordinate von Q ein, also mal 4 und wiederum die plus 2 aus der Gleichung. Rechne ich es wieder aus. Minus 0,5 mal 4 sind minus 2 und minus 2 plus 2 sind 0. Also hat der Punkt Q die Koordinaten 4, 0. Ich gehe jetzt her und zeichne diese beiden Punkte in mein Koordinatensystem ein. Also P 1, 1,5 und der Punkt Q 4, 0. Ich habe meine beiden Punkte, durch die ich nun bequem meine Gerade zeichnen kann. Wichtig ist noch Folgendes. Wie bereits erwähnt, das x muss zwischen minus 4 und 5 liegen. Das heißt, man soll auch aufpassen, dass man tatsächlich die Gerade mindestens von minus 4 bis 5 durchzeichnet. Wenn sie darüber hinausgeht, ist es nicht ganz so schlimm, aber kürzer darf sie auf keinen Fall sein.